Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, das geistliche Leben, dort schrieb ich der Jesus Christus, der seinen goldenen Helden jetzt, Johannes saß 63, sagt das Wort Gottes, dass wir der seinen jetzt das geistliche Leben schrieben. Wir wollen als Menschen folgen ein geistliches Leben feiern, wie wir sagen, wir sind Christen, wir sind Gemeindeglieder, und wir wollen geistlich so leben, dass Gott wird zufrieden sein mit uns. Aber uns Fleisch ist so verkommen, so verjäfft von der Sinn, dass wenn wir uns noch so sehr anstrengen, weil uns Fleisch doch immer das Schlechte. Die Bibel sagt, dass Fleisch ist jenem Geist und der Geist jenem Fleisch. So, wenn wir wollen, das Schlechte hinter uns lassen und uns ausstrahlen nach Gott, der uns das Leben gegeben hat und der für uns die Ewigkeit verbreitet hat, dann gibt es einen Weg, und das ist Jesus Christus. Und wenn wir in Jesus kommen, dann kommt er in uns Leben an mit seinem Heiligen Geist und er gibt uns geistliches Leben. Die Bibel sagt, wir wurden vom Nien geboren, wir wurden vom Geist geboren, vom Geist Gottes. Und uns fängt ein geistliches Kind an zu leben und zu wachsen. Und wenn wir das geistliche Leben Raum geben, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir versuchen, dort zu tun, was Gott uns sagt, wenn wir immer wieder in Jesus schicken und dort tun, was Jesus uns sagt, und lernen, in seiner Kraft zu leben, dann kann das geistliche Leben in uns wachsen und wir können stolz sein. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast und dass du uns deinen Heiligen Geist gibst und dass er in uns das geistliche Leben wachsen lässt. Dass du uns vom Geistplatz geboren worden, vom Nien geboren worden, der deinen Heiligen Geist. Und wir loben Preise die dafür, und wir danken dir, dass du uns für alle Ewigkeit leiden wirst. Und das beten wir in deinem Namen. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp möchte den Namen Jesu grotschreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.